Genau, Freunde, am heutigen Abend ist es mal wieder so ein Video hier, aber erstmal natürlich wie immer einen schleimtastischen Tag, ich hoffe euch geht's gut da draußen. Es ist heute mal wieder so ein Video, wo wir einfach mal so ein bisschen quatschen müssen, beziehungsweise ich quatsche und ihr hört zu, im besten Falle, in irgendeiner Form. Ich würde euch gerne auch hören, aber das funktioniert gerade leider nicht. Jedenfalls heute so ein paar Themen, die ich ansprechen wollte, was meinen Kanal angeht, was so Real Life angeht und vor allem aber auch, was wirklich sehr, sehr spannend ist heute. Es gibt wieder sehr, sehr viele Neuigkeiten bezüglich Slime Unity, also meinen Minecraft Bedrock Server, der ja bald kommen wird, und da gibt es so die ersten neuen Screenshots, Informationen, und vielleicht habt ihr da auch noch Ideen, Vorschläge, die ihr natürlich auch ohne Gnade in die Kommentare schreiben könnt. Das alles und viel mehr, das hört sich an wie so ein Trailer von einem Film, gibt es aber im heutigen Video. Bin sehr gespannt, wie das so ankommt. Also, erstmal kurz vorab, großes Sorry für die allgemeine Inaktivität in den letzten 2-3 Wochen, so um den Dreh, vielleicht sogar auch 4 Wochen. Ich muss gestehen, es hat noch nicht mal irgendwelche tiefgründigen Gründe, dass ich jetzt gar keine Lust mehr habe oder sonst irgendwas, sondern einfach Real-Life-Gründe. Also ich hatte einfach irgendwie Gefallen daran, ich habe mit Fußball angefangen, so ein paar sportliche Aktivitäten gemacht und hatte einfach so Spaß. Und das tat auch einfach mal ganz gut, muss ich sagen. Also vor allem die ersten 1-2 Wochen dachte ich so, boah, das ist gerade echt mal sehr entspannt. Und ja, mittlerweile jetzt denke ich mir so, oh Gott, ich muss wieder dran ziehen, habe wieder voll Bock auf YouTube. Aber das tat einfach mal so ganz gut, so abzuschalten, nicht so zu überlegen, okay, was machst du heute für ein Video, morgen hast du noch kein Video, da musst du auch irgendwas machen, übermorgen, da muss auch noch ein Video kommen und. Das war halt manchmal auch schon so ein bisschen problematisch, also es ist jetzt auch Beschweren auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Aber das ist so der einzige Grund dafür gewesen, dass ich mir einfach mal mehr auf Real Life konzentriert oder fokussiert habe, und das tat auch ehrlich gesagt ganz gut, muss ich sagen. Dann sind natürlich auch so Projekte wie Sky Attack wieder komplett in den Hintergrund gelangt, das muss ich natürlich auch gestehen. Und ist auch ganz, ganz großer Fehler meinerseits. Aber ich war heute schon wieder am Server, habe einiges für die nächsten Folgen vorbereitet. Und man muss es halt einfach mal vergleichen. Also eine Minecraft-News-Folge mit irgendeinem random Thema, sage ich jetzt einfach mal, benötigt 2 bis 3 Stunden, maximal 4 Stunden, inklusive Schneiden, Rendern, alles von meiner Zeit, und ist deutlich schneller. Und bei Sky Attack muss ich sagen, da will ich mir von Anfang bis Ende komplett Mühe geben. Also das habe ich ja auch in den ersten Folgen immer komplett gemacht und durchgezogen. Das möchte ich halt auch weiterhin beibehalten. Also nicht irgendwie hinsetzen, eine 10-minütige Folge aufnehmen, die irgendwie zusammencutten, wo ich einfach gar nichts geschafft habe, und dann lade ich das Ding hoch in irgendeiner Form, sondern Timelapse, verschiedene Aufgaben, die ich erfüllen möchte und. Und deswegen hat es dann da schon mal, oder kam es dann schon mal vor, dass man dann so um die 6 bis 7 Stunden an so einer Folge saß und das dann noch rendern und hochladen musste. Das passt halt absolut nicht in den, ja, derzeitigen Terminkalender, Zeitkalender, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, deswegen ganz, ganz große Sorry, aber das Projekt ist in keiner Form auf meinem Kanal vorbei, habe offscreen immer so ein bisschen weitergemacht, so ein ganz kleines bisschen, auch wenn das jetzt längere Zeit wieder nicht der Fall war, aber es wird natürlich weitergehen, deswegen für alle Leute, die da noch so ein bisschen ungeduldig drauf warten, da werden wir mit 100%iger Sicherheit alles nachholen, das werdet ihr auch sehen, es gibt ja mittlerweile auch Shops und allem drum und dran, ich muss ja selber nicht mal mehr irgendwas farmen, also wir haben es ganz gemütlich, aber auch einen eigenen Shop, wie ihr sehen werdet, und dementsprechend geht es dann natürlich weiter, aber trotzdem allgemein, auch für die Leute, die jetzt nicht nur speziell Sky Attack gucken, große Sorry für diese komische Inaktivität. Mal kam ein Video, dann wieder eine Snapshot-Vorstellung, dann kam doch was, dann fehlte wieder der Seed-Donnerstag. Also das war alles so ein blankes Chaos, und da erstmal wirklich vom Herzen ganz, ganz großes Sorry an euch da draußen. Jetzt dann aber dann doch eher von diesem nicht so freudigem Thema zu einem wirklich sehr freudigem Thema, worauf auch sehr viele Leute, denke ich mal, von euch warten. Zumindest glaube ich das, weil ich sehr, sehr viele Anfragen oder Nachrichten bekomme. Also ich werde überall zugespammt, was das angeht. Und zwar Slime Unity. Also mittlerweile sollte ja jeder wissen, dass Slime Unity, wie man schon am Namen erkennen kann, ein Bedrock-Server vom lieben Gaming Guides wird. Also das wird ein großer Bedrock-Server mit allem drum und dran, wie man sich das so vorstellen kann. Einfach mal für die Bedrock Edition von Minecraft. Und das geht momentan wieder ordentlich ab. Also muss gestehen, in den letzten Monaten war jetzt nicht ganz so viel Fortschritt, den man teilen oder zeigen konnte. Also im Hintergrund passiert täglich immer sehr, sehr viel, wovon ihr natürlich gar nicht mitbekommen könnt. Ich teilweise ja auch nicht. Es ist in den letzten Tagen und Wochen wieder sehr, sehr viel passiert. Ich kann auch heute wieder so ein paar Sachen zeigen, wie ihr gleich sehen werdet. Und ich möchte auch nochmal so ein paar Sachen ansprechen, weil immer noch viele Fragen offen sind. Und es ist auch wieder ganz wichtig, dass ich euer Feedback brauche. Also habt ihr irgendwelche Ideen? Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wenn ich auf dem Server aktiv spielen möchte, muss dieser Server das und das und das anbieten, ja, erfüllen, diese Voraussetzungen, damit ich das auch tue. Und das ist ganz, ganz wichtig, falls ihr da Voraussetzungen habt, Ideen habt, Vorschläge habt, alles weitere, einfach mal in die Kommentare schreiben, wirklich, das hilft uns allen sehr weiter. Wir brauchen kreative Köpfe,
Dementsprechend macht das immer Sinn, einfach eure Wünsche zu teilen. Wir sind ja noch in der Produktion sozusagen von dem Server, also können noch alles verändern, alles hinzufügen. Theoretisch sage ich jetzt einfach mal, dementsprechend einfach raus damit. Und allgemein an alle Bilder, Designer, Developer unter euch, in der Beschreibung findet ihr auch nochmal alle Links zu den Bewerbungsformularen. Wir suchen natürlich weiterhin noch fleißig für unser Team, was mittlerweile schon echt groß ist, aber man kann nicht genug Teammitglieder haben. Also falls ihr da irgendwie Ideen habt oder allgemein irgendwie Skills habt im Designen, im Bauen in irgendeiner Form, einfach mal abchecken und bewerben. Da heißen wir euch alle herzlich willkommen auf jeden Fall. Na jedenfalls, momentan sind wir dabei oder haben es zumindest jetzt schon gemacht, das Lobby-System so ein bisschen finalisiert. Ich kann ja mal hier so einen kleinen, aber feinen Screenshot von der Lobby schon mal zeigen. Also hier sieht man schon ein bisschen den Schriftzug in irgendeiner Form. Also ich will jetzt auch nicht zu viel zeigen, aber wir arbeiten natürlich auch in einer guten Lobby mit den ein oder anderen Secrets, Parcours. Und allgemein, dass es sich auch lohnt, in der Lobby irgendwie aufzuhalten, dass man da Dinge finden kann, wie Easter Eggs, Secrets, wie gesagt, alles Mögliche, was zu einer Lobby dazugehört und. Also es wird alles Mögliche geben, alles Mögliche, Freunde. Natürlich auch ein Rangsystem, natürlich auch ein Levelsystem, XP-System. Man sammelt sozusagen so eine Slime-Währung in Anführungsstrichen, womit man dann sehr, sehr viele Sachen freischalten kann, ohne Pay-to-Win. Das kann ich schon mal ganz klar sagen, das wird es nicht geben. Das ist so die Regel Nummer 1, die ich von vornherein aufgestellt habe, dass auf diesem Server kein Pay-to-Win in irgendeiner Form existieren wird. Man kann sich Ränge in irgendeiner Form kaufen, aber dadurch bekommt man jetzt keine Vorteile, dass man irgendwie dann den God-Mode hat und durch Skywars durchbrettern kann. Also das wird nicht passieren, dass man dann besser equipped ist oder sonst irgendwas. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um den Leuten, die das nicht kaufen möchten oder nicht leisten können, wie auch immer, nicht den Spielspaß in irgendeiner Form zu rauben. Weil der steht ja an oberster Stelle auf dem Server. Also die Community soll da zusammenwachsen, immer Spaß haben zusammen, das ist ganz, ganz wichtig. Und da geben wir auf jeden Fall Vollgas und unser Bestes oder Bestmögliches, was wir so können, dass das auch erfüllt wird. Und Rangsystem gehört natürlich auch dazu, wird aufgesetzt. Und ich kann auch hier mal so ein paar Screenshots von den ein oder anderen Menüs schon mal zeigen. Also da kann sich noch einiges ändern. Das ist jetzt nicht das finale Endprodukt in irgendeiner Form vielleicht. Kann so bleiben, vielleicht aber auch nicht. Aber wir arbeiten natürlich auch an einem Clan-System, an einem wirklich guten Freundesystem, was ich zum Beispiel an Hive, muss ich ganz klar sagen, no front, aber zum Beispiel nicht mag, an meiner Person jetzt speziell, weil ich habe da mittlerweile über 1000 Freundesanfragen und die musst du alle einzeln anklicken, alle einzeln ablehnen, annehmen, wie auch immer, und dann schließe ich das Menü wieder, dann musst du wieder rein und. Das ist immer sehr, sehr aufwendig als Creator, weil du da zig Freundesanfragen bekommst und da würde es dann auf Slam Unity die Funktion geben, dass du einfach auf alle, also alle gleichzeitig annehmen oder ablehnen kannst, natürlich auch einzeln oder nicht, das musst du halt selber entscheiden. Aber damit es halt wirklich benutzerfreundlicher ist als auf Hive jetzt beispielsweise, das war uns auch sehr wichtig, dass es dann natürlich auch ein ausführliches Freundesystem gibt. Du kannst deine eigenen Clans erstellen. Wir wissen noch nicht, ob wir das bei Release sofort mit reinpacken, weil es ist auch so, muss man bedenken, dass dann bei Release jeder sofort einen Clan erstellt und dann hast du auf einmal 20 Millionen Clans auf dem Server direkt bei Release, die dann wieder inaktiv werden. Müssen wir mal gucken, ob man da vielleicht so ein paar Stunden Spielzeit für haben muss, wissen wir ja noch nicht. Habt ihr ja vielleicht auch Ideen oder Vorschläge, gerne in die Kommentare damit. Das interessiert mich halt auch oder uns alle sehr, 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 was ihr da so denkt oder für Ansprüche habt, sagen wir es mal so. Naja, was auch Settings und so angeht, also wir planen da wirklich alles so für den Spieler zu gestalten, dass er nichts mehr zu bemängeln hat. Also ob Leute nachsteuern können, ob, weiß ich nicht, also da gibt es alles Mögliche. Sprache kannst du natürlich auch entscheiden, ist ganz Standard, aber so ganz viele Settings, die das Leben einfacher machen, Spieler unsichtbar machen und sowas, das gibt es natürlich auch, also das schon mal vorab. Aber das ist eigentlich so Standard, das muss ja irgendwie auch dazugehören, aber wir versuchen es trotzdem nochmal viel besser als andere Server zu machen, dass du es halt ganz, ganz leicht auf diesen Server hast und jede Menge Spaß vor allem. Und nochmal zum Thema Spielmodis, weil auch einige gefragt haben, City Build ist ja dabei, einer von den ersten drei Spielmodis, also City Build, sowas wie Mario Party wird kommen und natürlich auch Skywars für die ganzen PvP-Leute. Und ja, es wird auch Stats geben, so eine Rangliste, sodass ihr immer wisst, okay, welcher Platz bin ich gerade in der Rangliste und sowas halt, das wird es natürlich auch geben, ganz sicher. Aber nochmal speziell zum City Build Server oder Spielmodus eher gesagt, weil da ist das, also Suchtpotenzial sehr groß, also viele Leute feiern es, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, nicht so meins, aus Gründen von verschiedenen Sachen, ist ja auch völlig egal. Wir versuchen es aber gut zu gestalten, also wir versuchen so eine coole Mischung aus Survival Mode und City Build zu machen und trotzdem halt die gute Mische zu haben, dass man, ne, Grundstücke, seine Plots hat etc., aber dass es auch
nicht so ist wie auf anderen Servern. Also wollen es natürlich schon abheben, wollen alles komplett anders gestalten als auf irgendwelchen anderen Servern, wie gesagt. Da könnt ihr gespannt sein, wir haben schon einige Ideen. Aber wie auch hier wieder einmal der Punkt, habt ihr da spezielle Ideen oder Wünsche? Auch gerne in die Kommentare, es würde uns alle sehr freuen. Weil irgendwann hat man alle Ideen, die man hatte, zusammengefasst, ne? Geguckt, ist das möglich? Macht das überhaupt Sinn? Oder mache ich das jetzt nur und andere Leute mögen das gar nicht? Und dann hast du halt irgendwann keine Ideen mehr. Und das ist das größte Problem momentan, würde ich sagen. Also wir brauchen kreative Köpfe, kreative Ideen. Deswegen, falls du irgendeine Idee hast, einfach mal in die Kommentare schreiben. Lest dir vorher die Kommentare durch und dann siehst du, okay, die Idee finde ich cool. Dann einfach in den Kommentar upvoten, also einen Daumen nach oben geben, wie auch immer. Das hilft uns alle ungemein sehr weiter. Ich möchte jetzt auch nichts Genaues zum Release-Datum sagen. Also wir peilen natürlich ganz klar dieses Jahr noch an. Das Jahr hat jetzt noch 4 Monate, jetzt bald nur noch 3 Monate. Es ist ja, Alter, es ist schon Ende August. Holy shit. Es ist ja gerade die Gamescom sogar. Also wäre jetzt theoretisch in Köln. Aber das werden wir natürlich anpeilen, ganz klare Nummer, das ist auch ganz klar. Und auch der Anspruch. Aber ich muss nochmal sagen, ich bin so ein Perfektionist. Also ich möchte nicht, dass es bei Release laggt oder sowas halt. Ne? Das geht halt gar nicht. Also bei Release darf es nicht laggen. Da werden ganz, ganz viele Leute von euch drauf joinen. Also da kommen Hömmelspieler drauf. Wenn es da hier und da mal ruckelt, so für 1-2 Sekunden, kein Thema. Aber es soll nicht irgendwas Großartiges, Schlimmes passieren. Und das ist halt der Anspruch. Und deswegen haben wir da ganz, ganz viele Systeme. Ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Genius drin, was so Server-Erstellung angeht. Aber das kostet natürlich auch alles. Das müssen wir aber tun, damit das auch alles sanft läuft. Das wird sehr spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Aber im Großen und Ganzen zusammengefasst wollte ich euch heute einfach nur nochmal diese Informationen teilen. Mich natürlich in erster Linie auch nochmal entschuldigen für diese Inaktivität. Für alle Leute, die momentan auf irgendeine Skytech-Folge warten, da geht es diese Woche natürlich auch noch fleißig weiter mit Folgen und auch Livestreams. Also seid da auch gespannt. Aber vor allem brauchen wir eure Ideen, Wünsche, Vorschläge oder auch vielleicht schon Kritikpunkte, falls welche existieren von den Screenshots oder sonst irgendwas. Gerne her damit. Das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach offen kommunizieren, was findet man gut, was findet man schlecht oder was hat man für Wünsche. Das ist, glaube ich, so der Grundstein, dass es halt auch funktioniert. Und eine Community hält zusammen. Dementsprechend, wir können es nicht jedem recht machen, das ist klar, das funktioniert nicht. Das wird auch niemals funktionieren. Immer hat irgendeiner was zu meckern, das ist logisch. Aber man kann ja zumindest schon mal der Community so ein bisschen entgegenkommen und so die ein oder anderen Sachen schon mal vorab regeln, bevor der Release überhaupt stattfindet. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Danke an die Leute, die gerade 10 Minuten ihrer Zeit investiert haben in dieses Video. Danke, danke dafür. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter mit coolen Videos. Bis dahin. Ciao.